Liebe Leute, wir sind wieder am Start mit unserem akrobatischen Freund SpongeBob und wir machen heute weiter. Wir müssen wahrscheinlich hier heute in die Röhre kriechen. Schauen wir mal in die Röhre, ne? Reise zum Museum von Rock Bottom. Das machen wir heute. Das machen wir heute so. Zauberspube. Oh Gott, nächste Kribbelkatika. Nein, das ist mein Nebenjob. Ich arbeite als Security. Jetzt hör zu. Wenn du die goldenen Pfannenwände erreichen willst, musst du das Sicherheitssystem des Museums abschalten. Musst du diese Hose bügeln oder ist die Knitter frei? Im Gegensatz zu dir. Pass gut auf, Junge. Hier geht es um ernste Dinge. Wenn wir diese Robotersache nicht gelöst kriegen, werden die schattigen Untiefen dicht gemacht und ich muss wieder zu meinem Sohn und seiner Frau und ihren 4 schreienden Kindern ziehen. Also, du siehst doch diesen Lüftungsschacht an der anderen Seite des Museums. Jawohl! Dort kannst du das Museum verlassen. Viel Glück, Junge! Ich werde dich nicht enttäuschen, Blaubarschbube. Ich kenne mich. Oh Gott. Oh Gott. Es sieht wieder nach mega viel Rätsel aus. Ja, ein paar Rätselbomben sind dabei. Na, ja, gucken wir mal. Es glänzt. Autsch. Kann ich die zwei Handelszahlen nicht? Autsch. Okay, das ist natürlich nicht so ganz richtig. Da muss ich schnell erlangen. Autsch. Eieiei. Warte mal. Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich erstmal mindestens. Machen wir die mal weg. Cool, einer ist zumindest mal schon weg. Das heißt, ich muss den zweiten da vorne auch noch mit erledigen. Alle Neune! Okay, das ist nicht so der. Wie viele sind das insgesamt? 4? Wow. Sergo, 4 Dinger, 4 Schalter, alles klar. Ja, gut, das war mir fast klar. Ja, ich darf natürlich nicht so völlig auf mich verrecken, weil natürlich spawnt dann der nächste wieder neu. Ja, Moment, kurz da. Nein, das war natürlich nicht beabsichtigt. Ja. Ja, das wird natürlich jetzt wieder böse enden. Ist schon geil, wenn du da unten reinhüpfst, dann. Ja, du musst halt echt jetzt ein bisschen arbeiten da. Nein! So, kaputt. Einer weniger. Am Start. Aber die müssen natürlich jetzt erstmal. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich da irgendwie durchkomme. So, der. Wow. Gut, kaputt. Einer weniger wieder. Also so einfach ist das nicht, glaube ich, wenn das so wie das klingt. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das dann weiter. Autsch. Nein! Oh, Gott. Nein! Weg damit! Oh, Alter! So, jetzt muss ich da runter irgendwie, oder was? Ich habe jetzt mehr oder weniger noch einen. Ouch, ouch, ouch. Nein! Du musst jetzt natürlich wieder alle 4 machen, oder? Lass mich raten, ich muss jetzt. Ja, natürlich. Selbst wenn ich einmal verrecke, war es das für mich. Dann kann ich, darf ich die alle 4 nochmal am Start kriegen. Hi! Auf die Waffe die Tasse. So, der ist weg. Jetzt mal einen Moment warten. Bis der hier seine
Elektroschocks gesetzt hat. Der ist weg. Komm, bleib weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. So. Ach, der ist weg. Komm ich da so ohne weiteres rüber? Ouch. Nein! Vor allen Dingen genau in dem Moment, wo hat der seine Scheiße. Komm weg. Ja! Mach deine Kacke am besten! Genau dann, wenn ich da hoch muss, ey. Autsch! Autsch! Mann! Weil du dann genau in dem Moment deinen scheiß Elektroschock setzt, wenn ich da rauf springe. Du machst es weg, ich geh da drauf. Ich grill noch mal ein bisschen. Tschüss. Ich war schon so dran, ich war dran an den Typen. Wenn ich die vier weg habe, dann habe ich zumindest ein bisschen mehr Luft. Oh, warte mal. Weg, 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 weg. Da ist noch so ein Schlafroboter, ernsthaft. So, Geschichte. Weg, 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 weg. Ja! Natürlich! Mann! Ja, Mann! Das ist doch scheiße so! Verarsch mich doch nicht, du Scheißding, ey! Mann! Ich will das doch nur machen! Vor allem, weil der dann alles wieder nochmal neu machen muss, weil der echt doch... Manchmal ist es total Klappe. Befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Vielleicht sollte ich den Weg doch nicht gehen. So, ja. Tschüss. So. Machen wir es etwas anders. Ich da irgendwie hoch. Ja, geh doch hoch! Klappe jetzt! Ist der auch weg, Gott sei Dank, ey. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie halbwegs rüberkomme, heile rüberkomme. Okay. So, dann hat sich das schon mal erledigt, das Thema. So muss ich echt höllisch aufpassen. Warte mal. Ah doch, ist richtig so. Autsch. Ja, Mann! Genau in dem Moment. Immer dann, wenn ich darüber will. Ich warte nur auf dich, bis du darüber hüpfst. Dann kann man richtig grillig dich. Ich hätte schon fast weg. So, der. Ich hoffe, dass ich einen Checkpoint habe, wenn ich die weg habe. Geklappt. Weg damit. So ist der auch weg. Witzig. Oh Gott sei Dank. Habe ich die Scheißdinger auch weg, endlich. So, jetzt kann ich nämlich da unten lang gehen.
sich auch Schwamminator. Patrick sollte mal wieder waschen. So, dann haben wir das auch durch. Na. Das sind diese Schlafroboter, alles Chlor. Ich meine, ich bin in erster Linie mal froh, dass ich zumindest das Thema hier mit den so Elektrorobotern erledigt habe. Und wir haben einen Checkpoint. Geh ich jetzt so weg von hier? Natürlich nicht. Wollte ich jetzt wissen müssen. Ich will sie jetzt wahrscheinlich nach und nach killen. Das heißt, ich schleiche mich ran und kill die dann. Geschichte. Da habe ich noch 4, alles klar. In erster Linie bin ich nur einmal mal froh, kurz einen Checkpoint zu haben, dass ich das Thema mit Elektrorobotern war ziemlich zeitnah erledigt habe. So, Thema erledigt. Und dann habe ich hier vorne noch einen und eine Kiste. Das ist das Bild. Ich muss ja bis darüber. Ich muss ja nach und nach das Ding hier wegziehen. Alles. Ich glaube, das eine war. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Glück gehabt, dass der Moment gestunt war. Sehr gut. Blümchen. Aber wie muss ich hier? Wie geht's jetzt weiter? Warte mal. Bestimmt auf der anderen Seite. Ja. Aber. Ist das unnötig jetzt gewesen? Ah, hier ist noch ein Kiste. Das ist ein Schalter. Total befriedigend. Einfach einen Knopf. Klappe jetzt! Drück, 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 drück. Autsch! Ja. Okay. Ach Mann, in dem Moment springe ich zu spät. Warte mal, warte. Das ist nicht ganz ohne die Ecke hier. Ach Mann. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich habe zumindest noch eine Möglichkeit. Jetzt habe ich es. Aber auch nicht. Zu viel zum Thema. Okay. Ich muss jetzt gucken, wie weit ich, wenn ich da oben bin. Wie weit es da weitergeht. Das muss ich gerade gucken. Mal checken. Da müssen wir hin auf diese Plattform. Oder? Was? Nee, warte mal. Da rüber und dann da hoch oder was? Gut. Okay. Das ist nicht. Ich weiß, ich war doch schon mal oben, wieso nicht nochmal? Nee. Lass mich raten, ich muss dann von der Plattform aus. Nee, ich muss da rüber oder nicht? Muss ich dann nicht da rechts rüber? Bin ich oben? Oder was? Scheinbar, ne? Die scheinbar so. Ja, oder auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich doch never ever rüber. In einem Rutsch. Ach doch, ja, scheinbar. Warte mal. Und jetzt? Darüber oder was? Okay. Ja, schauen wir. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Klappe.
So. Klappe jetzt. Oi, oi, oi. Genau so, meine Größe. Du reich. Nimm das. So. Ich fühle mich wie ein neuer. Frische Wunderbox. Warte mal, ich nehme mal kurz die Blümchen hier mit. So. Guti. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich weitergehe. Zumindest ein bisschen Ruhe habe ich jetzt. Muss ich hier wieder nochmal hoch oder was? Irgendwo? Ich hammer, ne? Ich muss da doch bestimmt immer nochmal hoch oder was? Ja, natürlich, klar. Das macht natürlich am meisten Sinn. Aber ich habe zumindest jetzt mal ein bisschen Luft. So, jetzt geht's da hoch. Und ich habe die Kiste. Ja, beziehungsweise ich habe den Pfannenwende. Hallo Pfannenwende. Oh, jetzt check mal. Wie eine Frühlingsbrise. Gut. Hier muss ich wahrscheinlich schleichen. Da ist noch mal einer. Ja. Klar. Ah, es geht doch nicht. Das war jetzt mehr oder weniger unnötig. Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach. Sieht ihr aus? Okay. Oh, okay, ich hab doch erwischt. Okay. Kann ich hier nicht irgendwas lesen? Nee, kann ich schon. War mir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich die. Oh, guck mal, Kuppelblase und so. Gut. Schlimm. So. Katsching! Geschenke öffnen ist klasse! Okay, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie was verpasst, aber nein, ja, schauen wir nicht. Oh, Glück gehabt. Und eine Kiste. Sehr geil. Warte mal. Krieg ich dich weg da von der Position? Nee, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, der ist weg. So, jetzt bin ich mal fast so weit, dass wir. Viel ist es nicht mehr, ne, wenn ich mir das so alles angucke. Wo muss ich ihn überhaupt. Nur so nebenbei, wo muss ich ihn überhaupt insgesamt hin? Aber wichtig ist, dass ich jetzt hier die Kiste zum Beispiel habe. Gut, ich würde sagen, den zweiten Teil von dem Museum machen wir dann in der nächsten Episode. Und dann schauen wir mal, wie weit das Ganze noch bringt. Bis dahin und auf Wiedersehen. War Let's Play SpongeBob Battle for Bikini. Warte!